Hallo meine Lieben, kommt zu einem neuen Video, natürlich mit meiner Mutter. Hallo, ich grüße euch recht herzlich. Heute haben wir Geflügelbrust und heute zeigen wir euch, wie man die sehr gut würzen kann. Und also sie sind sehr, sehr saftig und ihr Geschmack ist einzigartig. Also man könnte 1000 Stück essen, leider geht's ja nicht, sonst kriegt man ja Bauchschmerzen. Und jetzt gehen wir auch schon zur Zubereitung und die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Hier seht ihr die nochmal, wie die aussehen. Erstmal schneiden wir die Zwiebel sehr klein. Je feiner und kleiner, desto besser. Die Knoblauchzehen schneiden wir auch sehr, sehr klein. Hier wird das Geflügel geschnitten, nicht zu dick und auch nicht zu dünn. Und auch nicht zu groß und nicht zu klein. Ihr könnt die Dips sehen, die wir benutzen. Die kriegt man immer von der Chicken Nuggets Packung und die hatten wir zu Hause. Die geben wir auch zu den Geflügelhähnchen dazu. Hier haben wir Gewürzketchup Curry und das ist scharf. Und das geben wir auch hinein. Jetzt geben wir die geschnittenen Zwiebel hinein und die Knoblauchzehe. Wir haben hier frisch gepressten Orangensaft und Zitronensaft und das geben wir auch hinein. Jetzt geben wir Essig auch hinzu. Jetzt geben wir sehr viele Gewürze hinein, aber die werden wir jetzt euch nicht alle aufzählen. Die werdet ihr nämlich in der Infobox sehen. Und also wenn ihr diese Gewürze nicht mögt, könnt ihr natürlich auch andere Gewürze benutzen, die ihr natürlich mögt. Oder wenn ihr diese Gewürze nicht bei euch zu Hause habt, dann könnt ihr die einfach benutzen, die ihr zu Hause habt. Natürlich nicht vergessen, folgt uns natürlich auch auf Instagram. Und das Ganze vermischen wir sehr gut mit den Händen. Also wenn man damit fertig ist, dann gibt man es lieber für 12 Stunden in den Kühlschrank hinein. Aber wer es eilig hat und nicht so lange warten kann, der kann dann einfach 2 Stunden lang im Kühlschrank warten lassen. Gebt jetzt Öl in eine Pfanne hinein und seid auch nicht sparsam mit dem Öl. Wenn euer Öl heiß geworden ist, dann gebt euer Fleisch hinein. Mit häufigen Wenden bratet ihr das Fleisch. Wir haben es auf der höchsten Stufe gelassen, aber wenn ihr merkt, es wird zu heiß, dann könnt ihr den Herd ein bisschen niedriger schalten. Das Fleisch ist fertig, wenn ihr merkt, dass die Gabel wie Butter in das Fleisch reingeht. Wir bereiten das Fleisch gerne abends, damit wir es am nächsten Tag verwenden können. Zu diesem Fleisch passt sehr gut Reis und Salat. Ich würde es euch empfehlen.
Wenn wir fertig sind, das Fleisch zu braten, dann geben wir es in eine Brotdose hinein und dann machen wir den Deckel zu, damit es heiß bleibt. So, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, abonniert doch unser Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich will sagen, dass dieses Fleisch sehr, sehr lecker schmeckt und der ist sehr saftig und auch sehr weich. Also man kann sehr leicht reinbeißen und dieses Fleisch schmeckt sehr, sehr lecker. Ich würde es empfehlen, es nachzumachen. Es lohnt sich und es ist auch einfach zuzubereiten. Und dann würden wir auch schon sagen, tschüss!